Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal with the Serie hier, bei der wir mit bestimmten Spielern die Gegner auseinandernehmen wollen. Und heute haben wir eine sehr interessante Episode, wie ihr bereits im Thumbnail und Titel sehen könnt. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären mega geil, über 700 würde mich auch extrem freuen. Also jedem, dem es gefällt, einfach einen Daumen rausklatschen. Ist die beste Unterstützung, ist für euch wenig Aufwand und bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Es geht heute um den syrischen Ibrahimovic und den Klischee-saudi-arabischen Stürmer. Und zwar um Al-Salawi und Al-Soma. Das sind zwei sehr interessante Spieler, für die wir uns gleich ein bisschen genauer angucken werden. Zunächst einmal noch der Hinweis, Links in der Videobeschreibung zu Randrun, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Einfach vorbeischauen, würde mich sehr darüber freuen. Und es wird dieses Wochenende kein Karrieremodus kommen, da werden andere Videos kommen. Und am Montag oder Dienstag geht es dann wieder weiter mit dem Karrieremodus, dass ihr da Bescheid wisst. So, wir gucken uns das Team mal an. Das ist relativ interessant geworden. Es ist No Links Wasted, es hat drei Ligen und several Nations. Und es sieht so aus. Und zwar mal mit Tor Miguel Lopez. Davor haben wir Yanga Mbiva und Bedimo. Dann rechts in der Innenverteidigung Juan Jesus und Torosidis als Rechtsverteidiger Giannis Fetfatidis und Melo zusammen mit Carlos Eduardo und Rafinha im Mittelfeld und vorne. Die beiden Stürmer Al-Salawi und Al-Soma. Beides einer aus Syrien, einer aus Südkorea, wollte ich gerade sagen. Saudi-Arabien, Forster Skills bei Al-Soma 1,92 groß, 82 Shooting, 84 Physis, 74 Tempo und dazu 72 Passen. Sehr, sehr nice Werte dazu, 94 Körperstärke. Also kann man auf jeden Fall so machen. Gute Freischusspräzision und an sich ein sehr guter Finisher. Genau das gleiche gilt für Al-Salawi, 1,80 groß, hochgeringe Arbeitsraten, 3 Stand Skills und Weakfoot, 82 Tempo, 82 Shooting und 75 Füße. Sieht an sich sehr nice aus, beide nicht so das beste Dribbling, aber ich denke mal trotzdem, mit denen kann man ein bisschen was anfangen dazu. Carlos Eduardo, der in der Liga momentan richtig abdreht, ehemaliger Spieler von Nizza. Nizza? Ich glaube, es war Nizza. 66 Tempo, 69 Shooting, Forster Skills und Weakfoot, 75 Dribbling, 76 Passen und 79 Physis. Sieht extrem nice aus, auch von den Werten. Melo, unser Boss im Mittelfeld, der letztes Mal so gut war und die ehemalige Silber, 5-Star-Skiller-Legende, Giannis Fetfatidis. Ich würde sagen, ich suche den ersten Gegner und vielleicht den letzten für diese Episode, den wir zerstören und wir sehen uns gleich wieder. Wir haben sehr schnell einen Gegner gefunden, hat 4,5 Sterne und sein Team ist komplett Serie A und zwar mit Handanovic, Juan Jesus, Antonio Rüdiger, Bruno Perez, Davide Santon, dann im defensiven Mittelfeld mit De Rossi, rechts Marquisio, links Hernanes, davor Pereira, Balotelli und Paulo Dybala. Sieht extrem stark aus, könnte sehr schwer werden, aber wir geben unser Bestes und wir haben ja unsere beiden, beziehungsweise unsere ASJ, ist das ASJ? Ich glaube es ist ASJ, Strike Force. Auf geht's. Ich muss echt langsam meinen. Wie muss ich hier LAN und die Xbox machen? Das ist mit WLAN so grausam. Diese Verbindung ist einfach nervig. Salawi! Wunderbarer Kopfball, klasse Flanke von Fetfatidis. Und der Ball ist drin. Auch da mal wieder den Leck gesehen. Und jetzt sehen wir ihn schon wieder. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber man kann nichts machen. Und trotzdem war das richtig gut gemacht. Perfekte Flanke. Ich habe die extra stark geschlagen, damit es auf den zweiten Pfosten kommt. Da setzt sich Salawi durch. Eigentlich der, bei dem ich nicht den Kopfball erwartet hätte. Aber gut, er steht 1-0. Oha. Eine der besten Grätschen, die ich bisher gesehen habe dieses Jahr. Aber bei Ecken können wir theoretisch stark sein. Ball kommt auf Jesus. Okay. Outstehen kannst du auch mal machen. Ich habe übrigens Al-Salawi gezogen, für alle, die es nicht wissen. Und der kostet trotzdem nur so um die 10.000 Münzen, genauso wie Al-Soma. Also an sich als Inform-Kombination da vorne drin, die eigentlich auch geile Werte haben, sehr günstig. Al-Soma, 2-0 und wieder an der Flanke. Und wieder perfekt auf den zweiten Pfosten geschlagen. Das ist dieses Jahr einfach effektiv. Du musst die mit richtig viel Power reinbringen. Diesmal war es Rafinha. Und dann sitzt der Ball auch einfach bei Al-Soma und dann kannst du den reinköpfen. Also Kopfbälle sind dieses Jahr, wenn man es richtig spielt, echt sehr, sehr stark. Und das war schön gemacht von Rafinha, die perfekte Flanke. Andanovic sieht nicht so gut aus. Ist ein Fünfer dabei, aber gut, war natürlich auch eine Bogenlampe. Ja, und Al-Soma ist ein 1,92 gegen Santon mit 1,86 zwar oder 87, aber das ist ja egal. Setzt sich durch und damit haben wir schon einen Treffer von beiden. Erste Chance für den Gegner und gleich eine perverse Parade von Miguel Lopez. Ist das überhaupt Miguel? Nein, der ist nicht Miguel. Auf jeden Fall Lopez. Fetfatidis mit dem Dribbling und jetzt Torosidis und vielleicht mit dem wieder eine Flanke. Eigentlich ist das rot. Eigentlich muss das rot sein für De Rossi. Es ist nur gelb. Also das war eigentlich klar rot. Ne, von hinten in die Beine, keine Chance auf den Ball. Naja.
So, aber wir versuchen mal aus der Distanz, viel zu groß eigentlich, aber als Homer hat halt die Werte, guckt euch das an. Das ist eigentlich so pervers, dass das funktionieren könnte. Oh, nee. Oder? Der kommt gut, der kommt gut, der kommt richtig gut. Der kommt super. Ja, okay, zu langsam. Damit haben wir den ersten Rage Quit für diese Episode. Meinem Gegner hat es gereicht. Und ja, als Havi und als Homer haben direkt mal gezeigt, was sie können. Aber wir machen noch ein Spiel. Wir haben nach Ewigkeiten des Suchens seinen zweiten Gegner gefunden und er hat selber nur ein 4-Sterne-Team und das heißt MLS, aber es ist nicht MLS, sondern es ist Serie A mit Rüdiger, Perin und Castan zusammen mit Nainggolan noch. Dann haben wir João Pereira, ehemalige 96er, William Carvalho und Slimani zusammen mit Carrillo, Witzel, Schadtoff und Crescito. Sieht stark aus, muss nichts heißen, allerdings glaube ich, dass es was heißt und dass das noch weniger einfach wird als gerade. Aber wir tun unser Bestes. Slimani ist mega kopfballstark. Aber gut, als Homer und Salavi haben es ja gerade schon bewiesen. Salavi! Freischuss für mich aus einer sehr, sehr aussichtsreichen Position für als Homer. Allerdings hat er mehr Kraft als Präzision. Ich glaube, der geht wieder in die Wolken, egal wie ich ihn schieße. Ich kenne das ja schon. Ja, wahrscheinlich sogar zu doll. Nee, zu niedrig. Ach, ich hasse Freistöße dieses Jahr. Das kannst du so schlecht einschätzen. Das war letztes Jahr deutlich einfacher. Egal, Rafinha mit der Ecke kommt auf als Soman. Aber Al-Salawi holt sich den Ball. Al-Salawi, nochmal rein von Rafinha. Al-Soman. Guter Ball auf Al-Salawi. Knapp vorbei. Ich habe übrigens gerade mal, ihr seht es ja, es leckt immer noch. Ich habe das LAN-Kabel reingesteckt. Habe versucht mit LAN zu spielen. Allerdings, da stand zwar, ich habe eine Verbindung und der NAT war mittel, aber EA hat nicht anerkannt, dass ich überhaupt eine Internetverbindung habe und meint, ich muss mit Xbox Live verbunden sein. Das heißt, irgendwas funktioniert da nicht. Was im Endeffekt heißt, dass ich weiterhin Probleme habe. Fett verzieht, es macht das klasse. Ball auf Al-Soma. Berberspin will er nicht. Okay. Dann spielen wir ihn auf. Ah. Läuft noch nicht. Boom! 1-0. Der Ball ist komisch geflogen, weil Leck. Aber ist mir egal. Al-Soma mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel. Er zeigt, was er kann und das gefällt mir sehr, sehr gut. Allgemein gefällt er mir sehr super. Super Spieler auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Ist halt schwer einzubauen, ne? Als Syrer aus der Liga auch noch. Aber vielleicht schaffe ich das irgendwie, den mal im konstanten Team zu haben. Das wäre ganz cool, weil der ist echt nice. Muss ich mal gucken, ob ich den wieder verkaufe oder ob ich den behalte. Oh, als Homer wieder mit dem Kopfball nach der Flanke von Rafinha. Überraschung, Überraschung. War starker, Perin ist noch da. Carlos, Edu, Perin. Ja, der verhindert so ein bisschen das Gröbste hier. Also wie ihr seht, mein Gegner stellt mich vor absolut gar keine Probleme, aber dieser Leck nervt trotzdem. Ich weiß nicht, woran das liegt, ganz ehrlich. Ich meine, würde ich jetzt irgendwas hochladen oder hätte ich jetzt irgendwie extrem hohen Traffic hier zu Hause, okay, aber es ist einfach nix. Es muss halt in gewisser Weise entweder an der Xbox liegen oder an den Servern oder an meinem WLAN. Ich habe keinen blassen Schimmer und es geht mir auf den Keks. Und mein Gegner hat der Bar mit mir und quittet auch in dieser Partie. Das heißt, wir gewinnen zweimal in dieser Episode und Al-Salawi und Al-Soma sind die einzigen Torschützen. Genau das, was wir machen sollten, haben sie getan. Allerdings muss ich eine Lösung für meine Connection finden. Trotzdem hoffe ich, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vor allem bleibt leckfrei. Bis dann, haut rein und ciao.